Hallo und willkommen in der Werkstatt. Heute habe ich mal nichts zum Reparieren auf dem Tisch, auch wenn es gerade so aussieht. Ich werde heute mal so ein bisschen mal so ein Erklärbär-Video machen. Weil die Frage manchmal schon in den Kommentaren von manchen Videos kam, wie die einzelnen Netzteiltypen funktionieren, was sie unterscheidet und so weiter und so fort. Und da ich mir gedacht, ich suche mir mal schnell ein paar Netzteile raus, schmeiß die mal auf den Tisch und erkläre mal kurz ein bisschen was dazu. Fällt mir gerade noch was ein. Ich gucke, ob ich hier in dieser ganzen Lawine hier noch was finde oder ob ich das schon weggeschmissen habe. Manchmal habe ich hier Sachen, die schon seit Jahren liegen. Und dann fällt mir wieder ein, ach, da liegt doch noch was. Aber nee, diesmal habe ich es wohl weggeräumt. Schade. Oh, gerade irgendwas runtergefallen hier. Was ist das? Ach, da hinten. Ja, gut, okay, das war ein bisschen Spachtel. Das kann ich nachher wieder aufsammeln. Gut, okay. Ja, also, Netzteile. Jetzt wollte ich gerade was zeigen, was eigentlich gar kein Netzteil ist, sondern nur so aussieht. Aber leider, das ist mir jetzt gerade so schnell eingefallen hier, wo ich jetzt gerade hier die Kamera schon angemacht hatte. Deshalb jetzt das Chaos hier und mein Gesuche und Gerappel. Aber ich finde es nicht. Ist auch egal. Also, was man oft in Dingen wie zum Beispiel hier so einer LED-Leuchte findet, vor allem in den sehr neuen, in den jetzt, die aktuell jetzt hergestellt werden, ist, dass eigentlich gar kein Netzteil drin ist. Netzteil ist also immer irgendwas, was zumindest so im allgemeinen Verständnis in der Elektronik ist dann halt immer irgendwas, was die Netzspannung in irgendwas umwandelt. Meistens Gleichspannung, kann aber auch Wechselspannung sein oder irgendwas anderes. Und dann halt für ein anderes Gerät ausgibt. So, bei vielen von diesen LEDs ist vom Prinzip ja kein Netzteil, wie man es so nennt, mehr drinne. Sondern die LEDs laufen direkt an der Netzspannung. Das heißt, es werden so viele LEDs in Reihe geschaltet, bis die Kette hier, so wie hier, ja, hier immer mit einer und so weiter. Wenn man das irgendwann mit 60, 70 LEDs macht, dann ist die Spannung so hoch, dass man eigentlich gar keine Spannungsumsetzung mehr braucht, sondern man kann die direkt an den 230 Volt betreiben. Man muss halt nur den Strom begrenzen. Da gibt es inzwischen spezialisierte Schaltkreise dafür, die zumindest in der Netzwelle, wenn praktisch die höchsten Netzspannungen erreicht werden, dann den Strom begrenzt. Die haben dann praktisch gar kein Netzteil mehr. So, ansonsten findet man, und ich fange jetzt mal mit der einfachsten Variante von Netzteil an, ansonsten findet man in vielen Geräten vom Prinzip her sowas hier als Netzteil. Das findet man eigentlich nicht separat. Also irgendwo als Steckernetzgerät hier, so zack hier. Wenn man hier so ein Ding hier hat, hier so eine Wandwarze, ja, findet man diese Schaltung eigentlich nicht dort drin. Es sei denn, irgendein Chinese hatte mal wieder irgendeinen Blitzmerkanfall. Aber sowas hat zumindest in Europa nichts zu suchen. Das funktioniert in England zum Beispiel. Da ist festgelegt, was Phase und Ende ist. Da kann man so eine Schweinereien mal machen. Ich weiß nicht, wo es sonst noch ist. Ich glaube, wenn man diesen Schutzleiter-Pin im Stecker hat, ist, glaube ich, auch festgelegt. Aber wir in Deutschland, wir können zum Beispiel den Stecker einfach rechts wie links drum reinstecken. Und dann gibt es keine Festlegung, was L und N ist. Warum ist das wichtig? Weil das Netzteil hier, dieses sogenannte, eigentlich gar kein Netzteil ist, sondern im Grunde nur eine Strombegrenzung. Das stammt jetzt hier aus einer LED-Leuchte. Da fehlt sogar noch ein wichtiges Teil. Mal kurz gucken hier. Das ist hier der. Ah ja, okay, gut. Aber die Schaltung ist sehr typisch. Ich zeige da nachher nochmal ein anderes. Das kann man sich das so nochmal besser an, nochmal angucken. Aber hier sieht man das, weil das alles schön übersichtlich auf einer Platine ist.
Und zwar ist das von so einer GX53, naja, also eine LED-Lampe, so eine flache, mit so einer breiten Fassung, die dann mit so Bajonett eingeklinkt wird. Hier, das sind die beiden Bajonette. So, die gab es erst, also die ersten Ausführungen waren mit einer kleinen Leuchtstofflampe, da war dann praktisch in diesem Sockel hier ein Vorschaltgerät, jetzt gibt es die Dinger auch mit LED. So, man sieht aber hier schon die wichtigsten Bauteile, die man für dieses Netzteil braucht. Man braucht ein paar Widerstände. Man braucht einen Kondensator. Man braucht einen Gleichrichter. Und man braucht eventuell noch einen Siebkondensator. So, wie funktioniert das Ganze? Wie gesagt, das ist eigentlich nicht wirklich ein Netzteil. Das funktioniert, diese Schaltung funktioniert ganz wunderbar, wenn ich eine sehr niedrige Last habe oder eine halbwegs konstante Last habe, wie zum Beispiel eine LED-Lampe. Ja, die Last ist konstant und bekannt. Da kann ich das Ding genau drauf dimensionieren. Das ist eigentlich gar kein Netzteil. Das Ding macht eigentlich nur eine Strombegrenzung. Deshalb ist das eben auch wichtig mit der Netzpolarität, weil es eben keine Netztrennung macht, sondern nur den Strom, der hier über die Netzanschlüsse reinkommt, so begrenzt, dass man hier was anschließen kann, ohne dass es einem um die Ohren fliegt. So, wie funktioniert das? Ich skizziere das mal kurz. Das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben meistens einen Widerstand zur Strombegrenzung. Der wird doch mal ganz gerne weggelassen, das ist dann nicht so gut. Dann haben wir einen Kondensator zur Strombegrenzung, das wäre dann hier der hier, den kann man nicht weglassen. Dann haben wir in irgendeiner Form einen Gleichrichter. Gibt es verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Man kann zum Beispiel hier einfach eine Diode einbauen, die dann dafür sorgt, dass der Strom nur in die Richtung fließen kann. Ich muss jetzt bloß, wenn ich hier habe, ich jetzt den anderen Pol. In diesem Fall ist hier an dem anderen Pol auch nochmal ein Widerstand angeschlossen. Das ist sehr gut. Muss ich jetzt nur dafür sorgen, weil ich hier diesen Kondensator habe, der lädt sich dann halt auf, ne? Also man sollte schon etwa eine Vorstellung haben, was ein Kondensator macht. Das macht meine ganzen Erklärungen natürlich keinen Sinn. Der Kondensator lädt sich also auf mit einem gewissen Strom, während die Netzspannung ansteigt. Wenn die Netzspannung ihr Maximum erreicht, dann hört er auf, sich aufzuladen. Und wenn die Netzspannung wieder abfällt, dann möchte der seine Ladung, die er hier aufgenommen hat, natürlich wieder abgeben. Das geht aber nicht, wenn hier eine Diode ist. Dann baue ich dem also hier vom Prinzip her einfach eine zweite Diode ein, der mir den Strom wieder weggleitet, den ich nicht brauche. Und dann habe ich hier hinten schön Plus, Minus, eine Spannung. Problem ist nur, wenn ich diese Spannung nicht belaste, weil das ist hier vom Prinzip her ein Widerstand, dieser Kondensator. Für Wechselstrom, ne? Ein Scheinwiderstand. Blindwiderstand, so, Blindwiderstand. Der begrenzt mir also den Strom. Je kleiner der Kondensator ist, umso kleiner ist auch der Strom. Liegen im Bereich, je nachdem, was man hier hinten anschließt, 100 Nanofarad, 220 Nanofarad bis etwa 680 Nanofarad. Darüber macht es dann nicht mehr viel Sinn. Weil da sind wir dann schon bei 60, 70 Milliampere. Und das sind Bereiche, da machen dann andere Netzteilschaltungen mehr Sinn. So, also die Hälfte der Energie vernichte ich. Und hier habe ich vom Prinzip her 230 Volt Gleichspannung jetzt anstehen. Es sei denn, ich belaste das jetzt irgendwie mit einem Widerstand, mit einer LED oder irgendwas. So, und jetzt kann praktisch nur genauso viel Strom hier durchfließen, wie sich durch die Summe dieser Widerstände und die 230 Volt Netzspannung ergibt. Also dieser Kondensator ist natürlich dann der größte Widerstand in dieser ganzen Kette. Der bestimmt praktisch den Strom. So, das heißt also, entweder ich habe hier eine konstante Last, die ich betreiben will, dann brauche ich nichts weitermachen. Oder ich schließe hier halt einfach eine 10er-Diode an. Das ist eine Diode, die bis zu einer bestimmten Spannung gesperrt ist in Sperrrichtung. Und ab einer bestimmten Spannung fängt sie dann an, den Strom durchzulassen. Kann man zur Spannungsstabilisierung verwenden. Haben wir jetzt hier nicht, weil vom Prinzip her eine LED-Kette macht genau dasselbe. Und dann habe ich hier noch den Kondensator, der sorgt jetzt noch dafür, dass ich hier nicht bloß Pulse rausbekomme aus dieser ganzen Schaltung, sondern eine halbwegs glatte Gleichspannung. Ja? Also die, hier haben wir eine Gleichrichtung. Wie gesagt, hier ist es eine Brückengleichrichtung, sieht mit anders, mit vier Dioden, ist egal. Und hier haben wir einen Kondensator, der das ein bisschen glättet, dass das Licht hier nicht so flimmert in diesem Fall. Wenn ich irgendwas Elektronisches betreiben will, das ist hier ein 6,8 Mikrofarad.
Wenn ich irgendwas Elektronisches betreiben will, brauche ich natürlich auch den Kondensator, weil sonst, wenn ich hier ein Relais angeschlossen habe oder irgendwas, dann brummt das natürlich und Schaltkreise funktionieren halt nicht mit Wechsel oder mit pulsierender Gleichspannung. Ja, so. Die habe ich im Netzteil. Sieht man hier, kann man sehr klein und kompakt bauen. Hier ist mal so ein Ding, was in irgendwelchen Schaltschränken halt sitzt, dort irgendwas macht. Ne? Hier ist praktisch auch der Netzanschluss. Hier sieht man, der ist irgendwann mal explodiert. Kann man scharf drauf stellen. So. Hier sieht man ein bisschen Schmauchspuren. Warum? Weil hier am Ausgang waren Temperaturfühler und die Kabel, die zum Temperaturfühler gehen, wurden durch jemanden geerdet. Ne? Und hier sieht man schon, wenn ich jetzt hier meine Phase dran habe, oder noch schlimmer, ich habe meine Phase hier dran, dann habe ich hier vom Prinzip her einen direkten Durchgang zu meiner Innenschaltung. Das heißt also, diese Schaltung kann man eben wirklich nur verwenden für Dinge, die also komplett in einem Plastikgehäuse gekapselt sind, wo also keine Anschlüsse rauskommen. Ja, also wenn ich hier so ein Netzteil habe, wo dann am Ende ein Kabel dran ist, wo ich irgendwas anschließe, was keiner weiß, was das ist, geht das überhaupt nicht. Hier geht es theoretisch, weil alles, was hier angeschlossen wird, entweder hier über das Relais hier potenzial getrennt ist oder hier vom Prinzip her so behandelt wird, als wenn es auf Netzspannung liegt. Was der Kollege eben leider vergessen hat. So, ja, hier sehen wir auch wieder unsere Bauteile. Wir sehen hier unseren großen Kondensator hier zur Strombegrenzung. Wir sehen hier unsere Gleichrichtung hier in Form einer elektronischen, also einer integrierten Gleichrichterbrücke mit vier Dioden hier drin. Und wir sehen hier hinten einen kleinen Schaltkreis zur Stabilisierung. Und hier unten könnte durchaus irgendwo eine Z-Diode versteckt sein oder sowas. Weiß ich jetzt nicht. Ja, und betrieben wird damit vom Prinzip her nichts weiter als hier ein kleiner Temperaturfühler, ein Transistor, der hier das Relais schaltet. Und hier ist wahrscheinlich irgendwas stabilisiert. Wenn überhaupt, wie gesagt, wenn nicht hier unten einfach eine von diesen Dioden eine Z-Diode ist. Also die Schaltung ist praktisch so ausgelegt, dass ich hier, sagen wir zum Beispiel, wenn das ein 24-Volt-Relais ist, meistens benutzt man ein Relais mit kein 12- oder 5-Volt-Relais, weil ne, Spannung haben wir ja hier genug und Strom kostet, indem ich einen großen Kondensator einbauen muss. Und wenn ich den Strom nicht brauche, fließt der ja trotzdem und ich muss ihn halt irgendwo ableiten, zum Beispiel mit der 10er-Diode. Deshalb, wenn man solche Geräte aufmacht, ist die 10er-Diode, die hier drin ist, manchmal ganz schön knusprig nach ein paar Jahren. Ich lege das Ding also so aus, dass in dem Kondensator hier genug Spannung gespeichert ist, dass das Relais anziehen kann. Und dann kann die Spannung ruhig ein bisschen zusammenbrechen. Die kann ruhig, was weiß ich, auf 18 Volt oder so zusammenbrechen. Und der gesamte Strom fließt durch das Relais. Ich muss nur dafür sorgen, dass meine Messschaltung, die hier dran ist, oder mein Mikrocontroller oder was immer ich hier betreibe an dem Ende, von der Versorgung eben eine konstante Spannung hat. Aber das ist kein Problem. Das kann man. Ja, hier ist noch jede Menge Zeug. Hier kann auch irgendwo eine Spannungsstabilisierung drin sein. Hier ist die 10er-Diode anscheinend. Direkt am Ausgang vom Gleichrichter haben sie eine 10er-Diode eingebaut. Da ist er. Sogar eine relativ kräftige. Ja, ne? So. Und wenn jetzt das Relais abfällt, dann muss diese 10er-Diode vom Prinzip her den Strom übernehmen, damit uns nicht hier der Elgo hier abpfeift wie eine kleine Rakete. Wenn ich jetzt hier, was weiß ich, einen 50-Volt-Elgo drin habe, das Relais ist nicht angezogen, der Strom fließt weiter durch den Kondensator, die Spannung hier baut sich immer weiter auf, innerhalb von Zehntelsekunden habe ich hier dann, was weiß ich, 150, 200 Volt und dann würde der natürlich hier das Hütchen in die Luft schmeißen und das Ding ist kaputt. Ja? Diese ganz einfache Schaltung oder dieses ganz einfache Prinzip, so saumäßig wie es ist, weil es ist eine schaltungstechnische Schweinerei eigentlich, sowas zu bauen. Aber diese Dinger, die lassen die Welt drehen, muss man mal ganz ehrlich sagen. Weil in unheimlich vielen kleinen Gerätchen sind solche Schaltungen drin, die irgendwo am Netz sind. Auch die ganzen Sensoren, Infrarot, Bewegungsmelder, Radarmelder und. Überall sind diese Schaltungen drin. Wie gesagt, LED-Leuchten. Warte mal, ich muss mal hier kurz gucken, ob ich noch irgendwas hier rumliegen habe. In der Richtung. Nee, das sind alles größere Sachen. So, okay. Das war die einfachste Variante. Ich glaube, die ist noch gar nicht so alt, diese Variante. Die ist eben erst groß geworden,
mit Geräten, die halt mit einem sehr geringen Strombedarf auskommen, also mit sehr wenig Leistung oder mit einer hohen Spannung laufen können und nicht viel Strom ziehen. In dem Moment, wenn ich halt irgendwas betreiben muss, was jetzt nicht 2 Watt braucht oder so, rechnet sich's nicht mehr so wirklich. So, habe ich mal ein bisschen wieder zurückzoomen müssen. Das ist mal die klassische Netzteilvariante, die eigentlich jeder kennt. Da brauche ich auch gar nicht zeichnen, weil das alles hier sehr offensichtlich ist. Ich habe hier meinen Netzanschluss, ich habe hier eine Eingangssicherung, ich habe einen klassischen Transformator, der einfach nur aus einem Haufen Kupfer und Eisen besteht. Ach so, mache ich das jetzt? Ja, mache ich jetzt. Nochmal zur Lebensdauer von diesen Dingern hier. Diese Teile halten eigentlich sehr, sehr lange, theoretisch. Es gibt zwei Dinge, die Lebensdauer drastisch verkürzen können. Und zwar ist das einmal Hitze, die hier diesen Ausgangskondensator kaputt macht. Wenn das Ding zum Beispiel irgendwo hier in so einem Gerät, ja, und dann ist hier hinten die Zener-Diode und dann ist irgendwo direkt daneben der Kondensator. Wenn das Ding so scheiße gebaut ist, dass es sich selber den Kondensator totheizt, dann sind die Dinger irgendwann nach 15, 15 Jahren einfach dann durch, die Ausgangskondensatoren. Und wenn ich dann eine Elektronik dran, bei einer LED-Lampe merke ich es wahrscheinlich gar nicht, die fängt da vielleicht an, ein bisschen zu flimmern. Sie sehen aber nur Leute, die da wirklich sehr empfindlich drauf reagieren. Das ist gar nicht so das Problem bei sowas. Wie gesagt, wenn ich Elektronik dran habe, ich praktisch zu wenig Überbrückungskapazität habe, dass mir Lücken entstehen in meiner Gleichstrom-Stromversorgung, die ich hinten dran habe, dann fallen die Geräte aus, dann fangen die an zu spinnen, schalten an, schalten aus, obwohl sie nicht sollen und alle solche Sachen. Ne? Also weil dann ist meistens dieser Kondensator hier durch. Der Kondensator hier, das ist ein Folienkondensator. Das ist eigentlich ein Teil, das besteht auch nur aus einem Stück Plastifolie und ein bisschen Alu. Sollte eigentlich auch ewig halten. Dem sein Feind sind allerdings Überspannungsdurchschläge. Also diese Folien hier, glaube ich, irgendwann schon mal einen aufgewickelt hier. Hatte ich das gefilmt? Weiß ich gar nicht mehr. Hier sind praktisch Folien aufeinander gewickelt, die einseitig mit Aluminiumfolie bedampft sind und dann ineinander gewickelt sozusagen zu einem engen Paket. Und dadurch entsteht praktisch hier, was eben dieses Schaltsymbol hier andeutet, meine 2 Platten, also meine 2 Alufolien und dazwischen halt ein Isolator. Und das Problem ist, diese Folie ist halt möglichst dünn, weil je dicker ich die Folie mache, umso geringer ist die Kapazität. Ich will da möglichst viel Kapazität in einem kleinen Gehäuse unterbringen. Mach also diese Folie relativ dünn, daher kommt dann auch diese Spannungsfestigkeit, die nicht überschritten werden darf. Und jetzt haben wir aber das Problem, dass unser Stromnetz eben nicht 230 Volt sauberer Sinus sind, sondern da ist ein Haufen Rotz drauf, Schaltspitzen, Überspannung, irgendwo mal auch ein Gewitter und alles solche Sachen. Wenn ich jetzt eine Überspannung habe, dann schlägt die durch die Plastifolie durch. Und das Gute bei diesen Kondensatoren ist dadurch, dass diese Alufolie Aluschicht, die da aufgedampft ist, so dünn ist, verdampft da, wo der Durchschlag ist, sofort auch das Aluminium. Und ich habe zwar ein Loch, aber ich habe keinen Kurzschluss. So, der funktioniert also weiter, der Kondensator. Das Problem ist, wenn das ein paar tausend Mal passiert ist, ein Durchschlag, dann habe ich halt irgendwann kein Aluminium mehr übrig und dann verliert er halt Kapazität. Dann hat man dann irgend so einen Kondensator, ja, das ist auch schon so ein ausgebauter hier wieder. Da steht dann irgendwas drauf von, keine Ahnung, 220 Nanofarad oder 470 Nanofarad. Und dann misst man den nach und dann hat er eben bloß noch 100. Oder, also die Hälfte vielleicht. Also einfach bei der Hälfte fallen die Geräte dann meistens aus, so wie sie ausgelegt sind. Bei dem Kondensator hier kann es durchaus sein, dass der, sagen wir mal, wenn es jetzt hier so ein Kleinspannungsnetzteil ist hier, da habe ich dann wahrscheinlich ja 22 Mikrofarad, 47 Mikrofarad, irgendwie sowas. Da ist der manchmal auf ein paar Nanofarad drunter und das Ding funktioniert trotzdem noch. Manchmal. Ja, das sind praktisch hier meine Dinge, die die Lebensdauer begrenzen. Der Kondensator durch Überspannung, der Kondensator durch Hitze. Alles andere hält eigentlich ewig und 3 Jahre. Diese Überspannung, das Problem kann man ein bisschen entschärfen, indem man praktisch einen Widerstand davor schaltet. Und nicht bloß 22 Ohm oder so, der die Aufgabe hat, bei einem Kurzschluss durchzubrennen,
sondern ein bisschen höher den nimmt, dann begrenzt der im Falle einer Überspannung diesen Strom, der hier durchschlägt. Er begrenzt auch den Anlaufstrom, wenn das Gerät angesteckt wird und ich eben statt der schönen sanften Sinuswelle, auf die mein Kondensator berechnet ist, auf einmal so einen Spike bekomme, wenn ich das Gerät gerade, was weiß ich, in die Steckdose stecke oder die Lampe einschalte, wenn gerade das Netzmaximum ist. Dann habe ich hier einen Stromstoß, der kann, wenn man die theoretischen Werte in die Formel einsetzt, habe ich da irgendwas mit 200-300 Ampere. Das macht mir natürlich dann auch irgendwann den Kondensator kaputt. Ist zwar nur sehr kurz, dieser Stromimpuls, ja, das sind bloß Mikrosekunden, Nanosekunden, aber trotzdem kann der hier schon den Kondensator beschädigen. Deshalb ist das hier ganz wunderbar gemacht, hier mit zwei Widerständen, einer auf jeder Seite, für eine gewisse Strombegrenzung. Das hilft unheimlich, diesen Kondensator hier zu entlasten. Und dadurch hält er zwar nicht ewig, aber sehr, 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 sehr lange. So, Lebensdauer, ne? Okay. So. Nächstes Konzept. Klassisches Netzteil. Transformator, wie gesagt. Gleichrichtung. In dem Fall ist es hier auch ein integrierter Brückengleichrichter. Sieht man schon, ist alles ein bisschen größer. Ist nicht bloß so ein bisschen Hühnerfutter auf einer Platine, sondern da ist ein ordentliches Teil. Ja, hier reden wir schon von, ich würde mal sagen, etwa 1 Ampere. Müsste etwa 12 Volt 1 Ampere sein, das Netzteil. So, dann haben wir hier eine Regelelektronik, die dafür sorgt, dass die Ausgangsspannung den Wert hat, den sie haben soll. Die brauchen wir in diesem Fall, weil der Trafo natürlich abhängig ist, was kommt von der Netzseite rein und wie viel Last habe ich, weil mit der Last fällt die Spannung am Trafo ab. Muss man also irgendwo kompensieren. Das heißt, ich muss also den Trafo so auslegen, dass der immer eine etwas höhere Spannung hat. So, das ist 24 Volt? Das muss 24 Volt sein, das Netzteil. Ja, 2 mal 15 Volt. Und die müssten eigentlich in Reihe geschaltet sein, die beiden, weil sonst macht es keinen Sinn mit der Gleichrichterbrücke. Oder? Gleichrichterbrücke kann man auch mit. Ja, gut, ich weiß es nicht. Also, ich habe vorhin mal hier gemessen, da waren es 16 Volt, aber ohne Last funktioniert das Ding nicht. Diese Regelung hier. Der Kondensator ist 35 Volt, also könnte 24 sein, aber ist nicht hier 30 Volt Gleichrichter? Nee, das ist zu hoch. Es muss 12 Volt sein, das Netzteil. Ja, dann habe ich also hier meinen Ladekondensator und dann halt den Regler. Wie gesagt, Nachteil ist, ich muss hier immer eine gewisse Reserve vorhalten für Netzspannungsschwankungen und für Lastschwankungen. Und wenn ich hier eine konstante Ausgangsspannung haben will, dann muss ich meine Reserve irgendwo wegräuchern. Na, bei diesem Kondensator, Strombegrenzungsnetzteil in Anführungsstrichen, reden wir hier von ein paar Milliampere, 10 Milliampere, 5 Milliampere. Hauptsächlich Blindleistung, das Ding nimmt kaum Wirkleistung auf. Verheizen wir nicht viel. 500 Milliwatt vielleicht werden hier verheizt über so eine Z-Diode. Und dann braucht man da schon was Größeres. Und dann macht es eigentlich schon wieder keinen Sinn mehr. Bei dem Netzteil, wie gesagt, ist das Problem. Gehen wir mal davon aus, hier die Schaltung liefert im Leerlauf jetzt hier 16 Volt und wir wollen hier 12 Volt haben. Das sind realistische Werte. Bei einem Ampere muss ich über diesen Spannungsregler hier 4 Volt verbrennen sozusagen. Und bei einem Ampere sind das 4 Watt. Also da wird dieser Kühlkörper hier schon knapp. Ne? Also das kann schon alles so hinkommen etwa. Also da wird das schon ordentlich heiß. So, das ist also das ganz klassische Trafo-Netzteil. Vorteil ist, der Transformator gibt mir eine hundertprozentige Netztrennung. Es sei denn, er ist scheiße gebaut. Aber naja, gut, ich meine, missbauen kann man mit allem. Na, also wir haben unsere Eingangswicklung, wir haben unsere Ausgangswicklung, wir haben unsere Netztrennung und wir haben jetzt also einen 24-Volt-Ausgang, den kann ich, auch wenn das Ding hier in die Steckdose gesteckt ist, problemlos anfassen. Passiert mir nichts. Schlimmstenfalls passiert ein Kurzschluss, da fliegt mir hier die Sicherung raus, weil das Ding hier wahrscheinlich keine Strombegrenzung hat. Na? So, also wie gesagt, Vorteil ist, Netztrennung ist ein sehr übersichtlicher Aufbau. Man kann es auch sehr gut warten, also auch wenn das irgendwo kompakter ist. Also es gibt ja zum Beispiel. Guck mal, wie ich das auf die Schnelle finde. Irgendwelche Geräte, die Strom brauchen. Hier haben wir zum Beispiel mal sowas. Das Ding braucht verschiedene Steuerspannungen.
Was haben die Herren und Damen? Naja, Damen wahrscheinlich eher nicht. Muss man ja so sagen. Konstrukteure gemacht. Die haben hier einfach zwei Trabos draufgesetzt und die erzeugen mir hier die Steuerspannung. Wir haben trotzdem hier noch ein paar Schaltnetzteile. Die erzeugen dann nochmal Spannung für irgendwelche Mikrocontroller oder was hier noch mit drauf ist. Aber ich habe hier praktisch zwei netzgetrennte Versorgungsspannungen, jeweils mit einem kleinen Transformator. Das ist eigentlich so auch die Art und Weise, wie man solche Transformatoren heute noch findet. In Netzteilen, die irgendeinen größeren Verbraucher speisen, findet man Trabos eigentlich nicht mehr. Weil, wie gesagt, Verluste hier und Verluste im Trabo. So, warum haben wir Verluste im Trabo? Wenn man sich so ein Trabo mal anguckt, mal so vereinfachtes Bild. Wir haben also unseren Eisenkern. Der sieht in der Praxis meistens jetzt nicht so aus. Ich zeichne das jetzt bloß einfach mal so. Dann haben wir hier unsere. Ja, naja, also bitte unterbrochen denken. Unsere Primärwicklung. Jetzt habe ich es wieder durchgezeichnet. Immer die letzte. Naja, gut, egal. So. Sieht man das? Mal gucken. So. Na, ich habe also meinen Eisenkern hier und ich habe meine beiden elektrischen Wicklungen. Wie funktioniert das Ganze nun? Hier fließt ein Strom durch. Wechselstrom idealerweise. Der erzeugt ein Magnetfeld. Das Magnetfeld, der magnetische Kreis schließt sich hier durch diesen Kern immer einmal so rum, einmal so rum, einmal so rum. Und dann haben wir natürlich ein Magnetfeld in der Spule. Das erzeugt mir natürlich dann wieder eine Ausgangsspannung. So, wo habe ich jetzt meine Verluste? Ich habe hier eine Wicklung, die zum Teil aus tausenden Windungen besteht. Die hat einen gewissen Widerstand. Ich habe hier eine Wicklung, die meistens aus weniger Windungen besteht, aber trotzdem dadurch, dass sie einen höheren Strom tragen muss. Entsprechendes Übersetzungsverhältnis ist halt von dem Transformator, habe ich ja halt da auch einen gewissen Widerstand. Und ich habe hier magnetische Verluste in diesem Kreis. Ja? Und dann brauche ich eben immer eine gewisse Größe bei dem Trabo. Wenn der, wenn ich hier einfach die Drähte dicker mache, kriege ich erstmal das Problem, dass ich meine Wicklung irgendwann nicht mehr in den Magnetkern reinkriege. Das ist mein eines Problem. Und das andere Problem ist, dieses Magnetmaterial kann nur einen gewissen magnetischen Fluss übertragen. Dann darüber bricht der Ferromagnetismus zusammen. Also dann sinkt praktisch die magnetische Übertragungsleistung. Das ist so eine Kurve, die sieht so aus. Ja, also wenn ich einen bestimmten Wert überschreite, wird die ganz flach. Und dann kommt das andere Problem noch, dass sie dann auch noch ein bisschen versetzt zurückkommt. Das ist dann die magnetische Hysterese oder die Remanenz. Das sind also meine Verluste, die ich hier in dem Kern habe. Ich muss also sehen, dass ich in diesem Bereich bleibe, bevor ich in die magnetische Sättigung komme. Das ist praktisch hier Magnetfeld und der magnetische Fluss. Ne? Also das Magnetfeld hier, der magnetische Fluss hier. Der begrenzt sich dann irgendwann, weil das Eisen dann einfach nichts mehr überträgt. Ja, dann habe ich als nächstes Problem meine magnetische Hysterese. Das heißt, ich muss praktisch, wenn sich der Strom umdreht, meine ganzen Eisenatome wieder ummagnetisieren. Und mein drittes Problem ist natürlich, wenn ich einfach nur so einen Eisenkern hier nehme, das ist ja auch Metall. Und das ist ja dann wie eine Spule mit einer Windung. Das heißt, ich kriege dann hier auch noch Wirbelströme in diesem Kern. Wenn man einfach nur ein Stück Metall in eine Spule reinschmeißt und ordentlich Power drauf gibt, dann fängt das an zu glühen. Das ist dann Induktionsofen. Muss ich also auch dafür sorgen, dass ja keine Wirbelströme fließen, indem ich halt dieses ganze Paket in einzelne Lamellen zerlege. Wer schon mal ein Trabo gesehen hat, ich finde, ich glaube, ich verkünstle mich hier immer mehr ins Tausendste hier. Hier sieht man das eben sehr schön bei so einem großen Transformator, wie dieses ganze Paket hier aus eng gepackten Lamellen besteht. Und die sind alle untereinander isoliert. Da ist überall eine Lackschicht dazwischen, damit eben hier kein Wirbelstrom entsteht. So, und der Trafo hier, der hat eine Belastbarkeit von gerade mal, warte mal, 2x24 Volt, 2, naja, verschiedene. Hat eine 600 mAh-Wicklung, eine 3 Ampere-Wicklung, also der hat so knappe 100 Watt hat der, dieser Trafo, ja? Also hier dieser Klumpen hier, das sind gerade mal 100 Watt hier, das sind
Das sind bestimmt 3 Kilo Eisen und Kupfer. So, ja. Warum benutzt man sowas? Zuverlässigkeit, wie gesagt, ist sehr hoch. Ich habe hier einfach nur halt Eisen und Kupfer. Und solange das Ding nicht zu heiß wird oder gewässert wird oder sonst irgendwas, kann so ein Transformator hunderte von Jahren funktionieren. Wenn das Netzteil nicht dusselig gebaut ist und dieser Kondensator hier weit genug weg ist von allen Wärmequellen und nicht gerade, wenn ich das Netzteil jetzt praktisch hochkant einbaue, dass mir hier die Wärme hier zum Kondensator steigt, dann hält dieser Kondensator sehr, sehr, sehr lange. Den kann man auch dann irgendwann einfach mal wechseln. Das ist dann auch kein großes Problem. So nach 20 Jahren oder so. Also es gibt also durchaus solche Kondensatornetzteile. Solche Netzteile mit einem Transformator, die halt irgendwo was betreiben, die seit 30 Jahren in der Ecke liegen und einfach funktionieren. Idealerweise hier, wenn ich eben nicht so eine leistungsstarke Ausgangsregelung brauche. Wie gesagt, Nachteil ist, ich verbrenne Energie im Transformator, einfach nur dafür, dass ich es wandle und ich muss immer noch mal nachregeln, weil die Ausgangsspannung, die aus dem Trabo kommt, nicht stabilisiert ist. Ja? Ich muss also immer erst meine Gleichspannung machen und dann meine geregelte Gleichspannung machen. Das ist immer noch mal ein zweiter Schritt. Und so ein Netzteil hat also einen Wirkungsgrad am Ende von, also ich sag mal hier so ein, was ich hier zuerst hatte hier, wenn man hier mit einer richtigen Brückengleichrichtung arbeitet und hier diese Zener-Diode ordentlich anpasst und eine halbwegs konstante Last hat, kann das Ding einen Wirkungsgrad von, was weiß ich, 50, 60% haben. Aber bei einer Gesamtleistungsaufnahme von unter einem Watt ist das jetzt nicht so relevant. Wie gesagt, hier reden wir vielleicht von 70%, 75%, 80%, je nachdem, ob ich jetzt eine Regelung brauche oder nicht, können es auch bis, ich sag mal, bis zu 90, eigentlich ist, nein, 90% ist eigentlich schon bloß ein nackter Transformator mit einer entsprechenden großen Baugröße. Also Transformatoren, je größer sie werden, umso höher wird der Wirkungsgrad. Ja, kann einen relativ hohen Wirkungsgrad erreichen, hatten in der Praxis aber nicht. Das heißt, in dem Fall, wenn ich mit der Leistung versuche, über 20, 30 Watt zu gehen, erzeuge ich also einen Haufen Wärme mit so einem Netzteil. Es sei denn, es ist eben exakt maßgeschneidert. So, und jetzt kommen wir zu der Königsklasse der Netzteile, die überall drin sind und immer zur allgemeinen Freude aller ganz viel ausfallen. Ach so, nochmal zu dem Transformator. Ja, die Größe des Trabos. Wie gesagt, der Eisenkern hängt davon ab, wie viel Magnetfeld muss ich übertragen, also so groß muss ich meinen Eisenkern machen. Wenn ich aber die Frequenz hier erhöhe, ja, in der Spule, dann komme ich hier vom Prinzip ja gar nicht so weit auf dieser Kurve, ja. Also meine Energieübertragung passiert dann hier in diesem Bereich und nicht in diesem Bereich, langsam, aber wuh, wuh, sondern ne, schneller und ich komme gar nicht aus diesem Bereich raus, weil die Steilheit höher ist und es hat eine gewisse magnetische Trägheit und es gibt eine Gegeninduktion, das bremst diesen Anstieg des Stromes und so weiter und so fort. Das ist alles schwarze Magie. Führt aber am Ende dazu, dass ich, wenn ich mit der Frequenz hochgehe, einen sehr viel kleineren Transformator brauche. Vorsicht, Halbwissen. Ich glaube, in der Avionik, also in Flugzeugen im Bordnetz, verwendet man 400 Hertz als Wechselspannung. Das hat den großen Vorteil, dass ich damit meine Transformatoren, zumindest die Magnetkerne, deutlich schrumpfen kann. Ich kann auch die Wicklungen etwas schrumpfen. Minimal. Das heißt, ich kann also meine ganze Transformatoren erstens kompakter bauen und spare zweitens eine Menge Gewicht. Ich muss nicht in so einem Flugzeug, was weiß ich, am Ende hunderte von Kilo Eisen mit mir rumschleppen, für die ganzen Geräte, die irgendwo verbaut sind, sondern kann das ja etwa auf ein Achtel, mal so ganz Pi mal Daumen mal Fensterkreuz, auf ein Achtel etwa reduzieren, die Eisenmenge, die ich rumschleppe. Und 400 Hertz ist aber immer noch niedrig genug, um nicht irgendwelche Störungen, Hochfrequenzeffekte oder sonst irgendwas zu verursachen. Also Skin-Effekt über lange Leitungen und solche Sachen, ja, Verluste, die dann bei langen Kabeln entstehen. Und solche Sachen.
Das ist eben auch der Grund, warum unser Netz mit 50 oder in Amerika mit 60 Hertz läuft, weil wenn ich mit der Frequenz hochgehe, kriege ich dann wieder auf den langen Kabeln dann wieder zu große Verluste, weil die Kabel haben eine gewisse Induktivität. Ne? Also ein Flugzeug ist ja zum Beispiel deutlich kleiner als ein europäisches Verbundnetz und da kann man eine höhere Frequenz anwenden. So, wenn man das jetzt auf die Spitze treibt, dann kommen wir zum Schaltnetzteil. Das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. Ich habe also hier auch meinen Netztransformator in diesem Schaltnetzteil drin. Glaube, ich habe schon lange den Plan verloren, wo ich. Jetzt habe ich genau auf die. Oh, ist durch die Belichtung besser. Den Plan verloren, wo ich filme. Naja. Ja, Schaltnetzteil. Ich habe also hier meinen Transformator. Und der ist deutlich kompakter. Ja klar, höhere Frequenz heißt auch, ich brauche eine kürzere Wicklung. Ich kann also diese Wicklung hier, die Wicklungszahl reduzieren, weil ich nicht so ein starkes Magnetfeld brauche, weil ich das mit der Frequenz, es ist schwierig, es ist schwierig zu erklären, ohne ein Jahr lang Physik zu lernen. Müsst ihr mir einfach glauben. Wenn ich die Frequenz hochdrehe, erzeuge ich einfach, ich sage jetzt mal, ein steileres, stärkeres Magnetfeld, eine stärkere Auswirkung auf diesen Magnetkern, kann mehr Energie durch den Kern übertragen, mit einer kleineren Wicklung. Hängt also damit zusammen einfach, dass ich eine niedrigere Induktivität brauche. Wenn man sich das zum Beispiel mal anguckt, hier so auf Hauptplatinen, habe ich jetzt gerade hier, ich habe bis gerade eine alte Fritzbox, da sind dann hier Spulen, so wie hier. Das sind dann Spulen in einem Netzteil, ja, also die bestehen vom Prinzip her hier nur so aus 10 Windungen. Wenn ich mit der Frequenz hoch genug gehe, brauche ich nicht mehr viel. Oder es ist kein Netzteil, da ist bloß ein Spannungsregler, aber selbe Prinzip. Höhere Frequenz, ich brauche weniger Eisen und ich brauche weniger Kupfer. Hier haben wir sogar den Vorteil, wenn wir mit einer Frequenz hoch genug gehen, ist der magnetische Fluss, der hier durchgeht, irgendwann so niedrig, dass ich nicht mehr hier aus irgendwelchem Weicheisen oder Mu-Metall irgendwelche magnetischen Platten brauche, sondern ich kann hier einfach aus Eisen, Spänen und Kunstharz mir was zusammensenden, das nennt sich dann Ferrit. Hat den Vorteil, dass die Eisenpartikel gegeneinander isoliert sind, das heißt, meine Kurzschlüsse sind nur noch im mikroskopischen Maßstab, sonst können sich kaum noch Wirbelströme in diesem Kern entwickeln. Ja, also da haben wir praktisch schon den großen Vorteil beim Schaltnetzteil. Also wie gesagt, ich treibe also meine Frequenz, mit der ich den Transformator betreibe, einfach hoch auf 30, 40, 50, 200, 300 Kilohertz, je nachdem, welche konkrete Anwendung das jetzt ist, und kann dadurch diesen Trafo verkleinern. Das heißt also, dieser Transformator zum Beispiel, der ist für 24 Volt 2 Ampere. Das ist also knapp 50 Watt, dieses Netzteil. Ja, das, was ich hier gerade hatte, hier, das mit diesem großen Trafo, das hat also so, ich sag mal, mehr als 10 Watt möchte ich es eigentlich nicht belasten, weil sonst würde es nicht mehr lange halten. Ne? Also fünfmal so stark, wiegt vielleicht ein Viertel. Ja, der Materialeinsatz ist deutlich niedriger. Die Kosten sind vergleichbar, weil man sieht eben schon, man braucht viel mehr Aufwand. Warum brauchen wir so viel Aufwand? Aufgrund des Arbeitsprinzips von diesem Netzteil halt. Erstmal, wenn ich einen Transformator ans Stromnetz anschließe, dann passiert da nichts weiter, als dass da halt Strom fließt. Der erzeugt eine gewisse Phasenverschiebung, aber das ist kein Problem. Damit kommt das Netz klar, aber der erzeugt keine Störung. Schaltnetzteil, wenn ich hier, was weiß ich, 30, 40, 50 Kilohertz erzeuge, muss ich natürlich irgendwie mit Transistoren das irgendwie zerhacken. Da erzeuge ich dann natürlich Störungen. Das heißt, jedes Netzteil, jedes gute Schaltnetzteil fängt erstmal damit an, dass man hier Bauelemente hat, die dafür sorgen, dass die Störungen nicht zurück ins Netz fließen. Also hier eine Drosselspule, Kondensator, manchmal auch noch mehr Kondensatoren. Hier sind auch noch Kondensatoren. Das ist alles zur Störunterdrückung. So, dann haben wir hier, was man hier so sieht, dieses grüne Ding hier. Das ist noch ein Bauteil, das dient dazu, um den Einschaltstromstoß zu reduzieren. Wir haben praktisch hier dasselbe Problem wie bei diesem Netzteil hier, ich schalte also ein, meine Spannung geht drauf, ich habe hier hinten einen Kondensator, der sich voll schnorchelt. Das muss ich irgendwie begrenzen. Das macht man hier mit so einem Heißleiter. Das heißt, das Ding hat im Einschaltmoment, was weiß ich, 1 Kilo Ohm oder so, dann fließt
Der Netzstrom darüber lädt langsam diesen Kondensator auf. Das Ding wird heiß, weil wenn ich 1 Kilo-Ohm ans Netz anschließe, fließen 0,2 Ampere. Bei 220 Volt sind das knapp 50 Watt. Das heißt, das Ding wird innerhalb von Sekundenbruchteilen brühheiß und pendelt sich dann irgendwo bei 70, 80 Grad ein. Und hält diese Wärme, hat dann einen deutlich niedrigeren Widerstand und das Netzteil läuft dann, zieht seinen Strom und hält den damit warm. Wenn ich jetzt Netzteile habe mit einer noch höheren Leistung, wie zum Beispiel Computernetzteile, da wird hier sogar oft noch ein Relais eingebaut, das dann diesen Anlaufwiderstand überbrückt. Damit nehme ich den dann komplett aus der Schaltung raus, der Strom wird vorbeigeleitet und man spart sich diese 1,5 Watt, die der hier braucht, um warm zu bleiben, spart man sich auch noch ein. So, ja, dann haben wir hier den Kondensator. Ähnlich wie in diesem ganz einfachen Netzteil hier, also einen Kondensator, der für Netzspannung geeignet sein muss. Bei größeren Netzteilen kommt dann hier vom Prinzip her noch eine Leistungsfaktorkorrektur dazu, die also dann dafür sorgt, dass der Kondensator sich eben nicht schlagartig vollschnorchelt, sondern praktisch der Strom, der in diesen Kondensator fließt, der Netz-Sinuswelle so ein bisschen folgt. Statt immer, wenn die Spannung im Netz die Spannung im Kondensator übersteigt, dann schnorchelt er sich schnell voll. Und wenn die Spannung im Netz wieder unter die Kondensatorspannung fällt, dann bricht der Strom wieder zusammen und die Schaltung wird aus diesem Kondensator gespeist. Dann fällt natürlich die Spannung im Kondensator wieder ab. Bei der nächsten Netzhaltwelle geht das Spielchen wieder von vorne los. Na? Daher kommt dieser schlechte Leistungsfaktor von diesen Netzteilen. Und auch eine Quelle der Störung. Die nächste Störungsquelle, die kommt jetzt hier. Wir haben hier, das sieht man jetzt hier überhaupt nicht, hier haben wir eine Steuerelektronik. Und hier haben wir, sieht man das, hier hinten drin sitzt ein Leistungstransistor. Entweder einfach einen Transistor, normaler Bipolar-Transistor oder bei neueren, moderneren Netzteilen meistens ein oder mehrere MOSFETs. Die sorgen jetzt dafür, dass diese Gleichspannung, die ich hier erzeugt habe, diese 350 Volt oder so, was praktisch immer, ne, wir hatten ja gesagt, ja, das lädt sich immer auf, wenn die Netzspannung ihren Höhepunkt erreicht. Und der Spitzenwert der Netzspannung ist ja höher als der Mittelwert, den wir angeben mit 230 Volt. Deshalb haben wir hier immer eine höhere Spannung anstehen. Das wird zerhackt auf diesen Trafo geleitet. Und jetzt sieht man hier schon, dieser Trafo hier, der hat hier aber mehrere Anschlüsse. Warum hat dieser Trafo mehrere Anschlüsse? Weil der hat hier auf der Seite vom Prinzip her auch nochmal eine Wicklung. Mit der speist er wieder zurück. Und aus dieser Wicklung speist sich die Regelelektronik. Ja. Auch sehr kleine Schaltnetzteile, wie hier zum Beispiel so ein LED-Regler, funktioniert auch so. Ja. Ich habe also immer irgendwo eine Rückspeisung, das ist ein ganz schlechtes Beispiel hier. Moment, ich hatte doch irgendwo hier, so. Hier haben wir ein LED-Netzteil, ist zwar schon ein bisschen ausgeschlachtet, hier habe ich schon ein bisschen geräubert, hier war die Gleichtaktdrossel, hier ist der Gleichrichter, hier sind noch mehr Drosseln, hier ist das Bauelement, was hier das zerhackert. Ja, hier ist der Transformator und dann habe ich hier eben hier meine Wicklung, die hier, Feedback-Wicklung hier, die speist praktisch diesen Chip. Und gleichzeitig kann der Chip aus der Energie, aus der Spannung, was hier zurückkommt, kann der praktisch schlussfolgern, wie viel Energie auf der anderen Seite entnommen wird. Also auf der Ausgangsseite, wo ich den Strom hier entnehme. So, jetzt habe ich also hier unseren Transformator. Hier habe ich jetzt unsere Spannung. Die ist schon relativ gut stabil, weil natürlich hier meine Innenwiderstände in diesem Transformator deutlich niedriger sind. Wenn man so einen Transformator mal aufwickelt, dann ist die Sekundärwicklung meistens bloß 5 Windungen, ich sag mal Kupferstange, so nach dem Motto. Ja, also richtig dicker Draht. Deshalb sieht das dann oft auch hier so schweinisch aus, wenn das hier verlötet ist, weil sie das richtig heiß machen müssen, um diese dicken Drähte da anzulöten. So, und dann haben wir wieder unsere Gleichrichtung. In dem Fall ist es aber meistens nicht halt so eine komplett integrierte Gleichrichterbrücke, sondern meistens hier solche Doppeldioden, die hier aufs Kühlblech geschraubt werden. Oder bei modernen Netzteilen benutzt man eine sogenannte synchrone Gleichrichtung. Hier ist praktisch die Diode ist passiv, ja, das heißt also, wenn die Spannung an der Anode positiv ist, fließt der Strom, dann dreht der Trafo die Spannung wieder um.
Dann wird praktisch das Magnetfeld wieder hier entladen, hier über den Eingangskondensator, Eingangstransistor. Dann sperrt diese Diode, dann bricht das Magnetfeld wieder zusammen, die Energie wird wieder auf die Sekundärseite rüber gepumpt, dann leitet die Diode. Problem ist eben mit so einer Diode, die Diode hat immer eine gewisse Flussspannung, gibt verschiedene Typen von Dioden, 0,3 bis 0,7 Volt, unterlasst auch mal bis zu 1 Volt. Na, und wenn ich 10 Ampere über so eine Diode jacke und über diese Diode dann hier 1 Volt verliere, kann sich jeder ausrechnen, das sind schon wieder 10 Watt, die sind dann weg. Also benutzt man hier ganz gerne neuerdings MOSFETs. Die haben also einen sehr, sehr niedrigen Einschaltwiderstand im Milliohm-Bereich. Die haben 0,04 Ohm oder sowas. Wenn ich da 10 Ampere drüber jage, dann habe ich also 0,4 Volt. Ja, also bei 10 Ampere sind es immer noch 4 Watt. Aber ja, es gibt auch MOSFETs mit noch niedriger Einschaltspannung. Und da brauche ich dann aber einen Controller, der vom Prinzip her schaut, wie ist meine Spannung hier, die am Trafo ankommt. Und muss praktisch diese MOSFETs dann auf der Sekundärseite dann aktiv ansteuern. So, und dann haben wir hier noch was. Wir haben wieder hier eine Netztrennung durch diesen Transformator. So, jetzt sehen wir hier, sind hier zwei so eine kleinen Bauelemente. Das sind Optokoppler. Die machen jetzt Folgendes. Hier auf der Ausgangsseite ist eine Überwachungsschaltung. Die guckt, wie hoch ist der Strom, wie hoch ist die Spannung. Meldet das hier zurück und hier sieht man überall schön, hier ist dieser Spalt. Ne? Das ist meine Netztrennung. Hier ist die Netzseite, hier ist die Sekundärseite. Und hier ist das auch durchgezogen über diese Steuerplatine. So, und diese Optokoppler, hier ist praktisch auf der einen Seite ist eine LED und auf der anderen Seite ist ein Fototransistor oder eine Fotodiode, die reagieren auf das Licht, was hier abgestrahlt wird. Das ist Infrarotlicht, das ist sehr effizient. Die haben sehr hohen Übertragungsfaktor, diese Dinger. Das heißt also, man braucht hier nicht sehr viel. Das heißt, wenn jetzt die Ausgangsspannung hier überschritten wird, dann fängt hier also irgendwo diese Diode an zu leuchten und dann merkt der Controller, ah, ich habe meine Spannung erreicht und regelt dann also die Spannung dann immer so hin und her, dass diese Diode hier halt bloß glimmt. Ja, und wenn am Ausgang irgendwas Schlimmes passiert, dann schaltet der dann hier, gibt der dann hier das Kommando rüber. Oder das Ding leuchtet und sagt, das ist alles in Ordnung. Und in dem Moment, wenn ich hier zum Beispiel einen Kurzschluss mache, die Ausgangsspannung bricht zusammen, dann geht hier diese LED in diesen Optokoppler aus und der Controller merkt sofort, oh, am Ausgang stimmt irgendwas nicht und kann die Spannung abschalten. Ja? So. Wo ist jetzt der ganz große Unterschied zum klassischen Netzteil, abgesehen von der hohen Schaltfrequenz, die das Ganze effizienter und vor allem kompakter, leichter, effizienter macht? Dadurch, dass ich diese Rückkopplung hier habe und dadurch, dass ich auf der Primärseite, auf der Netzseite ja schon aktiv Elektronik habe, die hier die Energie in diesen Transformator pumpt, kann ich, wenn die Ausgangsspannung erreicht ist oder der Ausgangsstrom erreicht ist, wie hier zum Beispiel bei einem LED-Treiber, kann ich auf der Primärseite die Energiezuführung reduzieren. Das heißt, ich muss nicht von meinem gewandelten Strom, den ich gerade umgewandelt habe mit viel Aufwand, wieder ein Drittel verheizen, um eine stabile Ausgangsspannung oder einen stabilen Ausgangsstrom zu haben, sondern die Ausgangsschaltung meldet der Eingangsschaltung, oh, es reicht, die Spannung reicht, mach du erstmal Piano. Und dann ändert er hier entweder die Taktfrequenz oder fängt an, in Paketen zu arbeiten. Also der schwingt praktisch nochmal an. Manchmal hört man das, dass es dann bzz, bzz macht oder so. Wer sehr gut hohe Töne hören kann, der hört das dann, dieses Pulsen. Das Netzteil springt dann praktisch immer an, lädt diesen Kondensator auf. Der entlädt sich langsam innerhalb von Zehntelsekunden, Sekunden und es kommt der nächste Puls. Bei diesem Anlaufen, das hört man dann manchmal, weil da die Frequenz nicht stabil ist. Da hört man manchmal so ein leises Zirpen, wer noch sehr gut hört und sehr jung ist, im Gegensatz zu mir. Ja, also die Netzteile haben also verschiedene Modi. Die können die Taktfrequenz verändern, die können die Pulsweite verändern. Das heißt also, es wird einfach weniger Energie in diesen Transformator reingepumpt oder man verschiebt den Arbeitspunkt. Dass also man geht mit der Frequenz hoch oder runter, um praktisch den Widerstand dieser Spulen zu nutzen, die Induktion der Spulen zu nutzen und den Strom zu regulieren. Oder man fängt eben einfach an zu pulsen, dass das Netzteil einfach kurz abschaltet hier auf der Seite und dann einfach nach ein paar Sekunden dann immer wieder anschaltet, wenn hier die Ausgangsspannung abgesunken ist.
So, und da holen diese Schaltnetzteile also ihre Effizienz her. Einerseits dadurch, wie gesagt, dass man mit dieser hohen Frequenz einfach effizienter ist, weil man nicht so hohe Verluste hat. Man braucht weniger Kupfer, man braucht weniger Eisen, also auch weniger Kupferverluste, weniger Eisenverluste. Man kann das Ganze sehr viel kleiner bauen. Und wie gesagt, ich regel auf der Primärseite und nicht auf der Sekundärseite. Das heißt, die Energie, die das Netzteil aufnimmt, wird schon geregelt und nicht erst sozusagen, dass das Netzteil sich vollschnorchelt und dann am Ausgang das dann wegregelt. Besonders schlimm wäre das bei einer LED-Stromquelle, weil da müsste ich den Transformator so auslegen, dass er für die, wenn man so einen LED-Baustein hat, der hat ja dann immer einen Bereich von, was weiß ich, 36 bis 58 Volt oder so. Und dann kann man halt so lange LEDs hintereinander schalten, immer in Reihe, eine LED, noch eine LED, noch eine LED. Bis diese Verspannung erreicht ist und dann reguliert der halt den Strom. Ich müsste das Ding also auf diese 56 Volt auslegen. Wenn ich dann aber eine kürzere LED-Kette anschließe, die dann eben nicht 56, sondern nur, sagen wir mal, 40 Volt Spannungsabfall hat und ich will trotzdem meine 360 Milliampere einhalten oder 350 Milliampere, dann muss ich natürlich diesen ganzen Headroom von 14 Volt einfach verheizen. Ja? Damit der Ausgangsstrom stimmt. Also es würden einfach die LEDs durchbrennen. Ne? Also das ist zum Beispiel eine Sache, die funktioniert nur mit einem Schaltnetzteil. Nur mit dem kann ich das vom Prinzip her gleich hier regulieren. Und dann habe ich eben eine LED-Lampe, die also unheimlich Licht rausbringt. Und das Netzteil ist halt irgendwo so ein kleiner Krümel, der irgendwo in der Ecke liegt und kaum handwarm wird, weil das ist dann also hochgradig optimiert auf diese Anwendung. Ja, und das, was ich gerade erklärt habe, beantwortet zum Beispiel auch diese uralte Frage: Braucht mein PC mehr Strom, wenn ich statt einem 500 Watt Netzteil einen 800 Watt oder 1000 Watt Netzteil einbaue? Prinzipiell erstmal nein, weil, wie gesagt, das Netzteil reguliert seine Leistungsaufnahme nach der Leistungsabgabe. Das heißt, das 1000 Watt Netzteil, wenn ich 400 Watt entnehme, regelt einfach auf der Primärseite dann einfach auf 400 Watt runter, plus das, was es für seinen eigenen Betrieb braucht und halt die Verluste. Die können bei einem sehr leistungsstarken Netzteil durchaus niedriger sein, als wenn ich es knapp auf Kante gekauft habe. Also auch ein gutes 500 Watt Netzteil hat bei 400 Watt realer Last. Oh Gott. Oft einen etwas schlechteren Wirkungsgrad als ein doppelt so starkes Netzteil, das dann im optimalen Lastbereich arbeitet. Das nächste Problem ist dann gerade bei PC-Netzteilen natürlich wieder, der PC ist dann oft im Idle, braucht dann bloß 20 Watt. Dann ist mein 800 oder 1000 Watt Netzteil natürlich dann wieder in einem ganz schlechten Bereich seiner Effizienzkennlinie, weil der Eigenbedarf von so einem großen Netzteil dann doch meistens etwas höher ist. So natürlich alles dicker ausgelegt ist und größere Bauteile und dann, eigentlich sollte das kein Problem mehr sein. In der Praxis sieht es dann eben doch ein bisschen anders aus, dass die meisten Netzteile dann eben doch bei 50 Watt ihre die sieht dann also so aus. Ne? Ich habe also hier meine Last, meine Effizienz und die sieht dann so aus. Die kommt also hier so aus dem Nichts, macht dann so einen schönen Buckel und fällt dann hier irgendwo wieder ab. Ne? Und wenn ich jetzt ein 1000 Watt Netzteil habe, dann habe ich halt, wenn ich jetzt, was weiß ich, mit meiner Zocker-Grafikkarte hier spiele, dann bin ich also bei, sagen wir mal, hier zum Beispiel mit meiner Last, habe also eine sehr hohe Effizienz und im Idle bin ich dann vielleicht hier und habe immer noch eine relativ hohe Effizienz. Während wenn ich ein 1000 Watt Netzteil habe und ich halbiere das einfach mal alles hier, dann bin ich dann hier, bin ich mit meiner Effizienz, gut, in diesem blöden Beispiel jetzt ein bisschen schlechter. Ja, warte, was habe ich jetzt gesagt? Ich mache jetzt einfach mal noch einen dritten. So, das wäre jetzt praktisch ein Netzteil, das ist optimal für meine Last. Das wäre ein Netzteil, was ein bisschen knapp dimensioniert ist. Das ist ein Netzteil, was zu groß dimensioniert ist. Sieht man hier, ich habe überall Effizienzverluste gegenüber dem optimal dimensionierten Netzteil. So, wenn ich jetzt hier sage, sagen wir mal, das hier ist jetzt meine Idle Last, dann wäre das hier meine Idle Last. Da komme ich also hier sehr viel tiefer bei dem zu groß dimensionierten Netzteil oder bei dem zu klein dimensionierten Netzteil. Habe ich meine Idle Last dann hier und bin dann damit schon in einem Bereich, wo die Effizienz wieder gut ist. Also man sieht schon, das ist alles sehr kompliziert und mal so rum und mal so rum, und deshalb sollte man sich darum eigentlich gar keinen Kopf machen, sondern einfach darauf vertrauen, dass die Netzteilhersteller das ordentlich gemacht haben,
Dazu kommt noch das Problem, heutzutage bei den Grafikkarten mit ihren hohen Impulslastaufnahmen. Da muss das Netzteil halt in der Lage sein, auch sehr viel höhere Ströme zu liefern. Und wenn ich dann ein knapp dimensioniertes Netzteil habe, dann kann ich mich zwar darüber freuen, dass ich im Idle einen sehr guten Wirkungsgrad habe, aber dann nützt mir nichts, wenn mein PC abstürzt in dem Moment, wenn ich ein Spiel starte. Gut, das war schon viel zu lang, viel zu durcheinander. Ich fürchte, ich werde hinterher nochmal ein Video machen müssen für die ganzen Sachen, die ich vergessen habe. Ja. Ah ja, Lebensdauer. Schon wieder was vergessen. Lebensdauer Schaltnetzteil. Problem hier ist, es ist meistens sehr kompakt und gedrängt aufgebaut. Das führt dazu, hier sieht man das zum Beispiel, die Ausgangskondensatoren, die sitzen hier vom Prinzip her unter diesem Kühlkörper. Wenn ich das Ganze jetzt noch in dem Gehäuse habe und dann vielleicht noch hochkant eingebaut habe, hier sind sie schon ausgebaut. Hier die Diode wird zum Beispiel sehr heiß, der Traver wird ein bisschen warm. Hier habe ich meine Kondensatoren. Ja, warum sind sie ausgebaut? Weil sie eh kaputt waren. Hier ist das Problem immer, dass die Kondensatoren einerseits durch die Wärme kaputt gehen und dann kommt noch dazu das Problem, durch diese hohe Schaltfrequenz und diese sehr hohen Stromimpulse, die hier aus diesem Transformator kommen. Das muss ja dieser Kondensator hier glatt bügeln. Und das kann man vom Prinzip her sich ausrechnen. Also der Strom, wir haben einerseits die Gleichspannung, die ansteht an dem Kondensator. Und diese Schwankungen in der Spannung, dieses Hoch und Runter, erzeugt natürlich einen Strom durch diesen Kondensator. Ne? Also das ist in dem Moment, wenn er sich auflädt, fließt der Strom in die eine Richtung. Hier ist Minus, fließt der Strom also in die Richtung. Und wenn er sich entlädt, fließt der Strom wieder in die andere Richtung. Das nennt man Rippelstrom. Das können mehrere Ampere sein bei so einem Netzteil. Bei einem klassischen Netzteil sind diese Rippelströme eben oft sehr viel niedriger als hier. Deshalb hat man ja auch mehrere Kondensatoren und der erste, der kriegt immer die volle Breitseite ab. Und manchmal ist da nochmal eine Drossel dazwischen, ne, die das dann nochmal so ein bisschen glättet und dann kommt nochmal ein Kondensator und ne, bei etwas größeren, wie hier, hat man praktisch eh einen Kondensator, eine Drossel, noch einen Kondensator. So ist das, gut, hier sind sie einfach parallel geschaltet, aber ja. Ach, das ist eine Gleichtaktdrossel hier. Gut, okay. Schlechtes Beispiel. Habe ich irgendwo eins mit einer richtigen Ausgangsdrossel? Jetzt nicht hier in der Hand. Müsst ihr mir einfach mal glauben, dass das so ist. Hier haben wir hier eine Ausgangsdrossel. Ja, hier haben wir alles Mögliche. Das ist das von dieser Außenlampe hier, was ich letztens hatte. Haben wir da eine Drossel? Mal gucken, was war hier die Ausgangsseite? Das hier ist die Ein. Ich muss die Spannung gucken. 63 Volt, hier ist die Ausgangsseite. Nee, haben wir auch keine Drossel. Ja. Aber man hat eben oft den ersten Kondensator, der praktisch direkt hinter dem Transformator in Gleichrichtung sitzt, dann hat man nochmal eine Drossel, so wie hier. So eine kleine Drosselspule und dann hat man nochmal einen zweiten Kondensator. Und der erste Kondensator ist dann oft durch, weil der diesen Rippelstrom abbekommt und dieser Rippelstrom erwärmt den Kondensator noch zusätzlich. So, das heißt also nicht nur, dass die Wärme von dem Kühlkörper kommt, sondern die Wärme kommt auch aus den Kondensatoren selber. Und da ist dann wieder die Frage hier, guter Kondensator, schlechter Kondensator, gute Kondensatoren halten eine höhere Temperatur länger aus und haben geringere innere Verluste und halten dadurch den Rippelstrom aus, ohne dabei warm zu werden, während schlechte Kondensatoren entweder halt sich durch den Rippelstrom stark aufheizen, weil sie innere Verluste haben oder generell schon mal wärmeempfindlich sind und dann auf Wärme vom Kühlkörper reagieren. Hier der Eingangskondensator, der gerade hier in dem Netzteil hier, der wird ja hier nur mit 50 Hertz beaufschlagt, hat eben bei weitem nicht so einen hohen Strom, weil die Spannung höher ist, der Strom ist niedriger, die Bauform ist trotzdem relativ groß. Das heißt, hier verteilt sich der Strom auf eine größere Fläche. Die Wärme verteilt sich auf eine größere Abstreifoberfläche und die Primärleitung ist meistens sowieso ein bisschen kühler. Das heißt, der Kondensator hier, der ist meistens nicht kaputt. Wenn, dann sind es die hier. Also wenn so ein Schaltnetzteil anfängt zu spinnen, zu pulsen, der Ausgang fängt an irgendwie zu flackern oder an- und auszugehen oder so, lohnt sich vom Prinzip immer erstmal an der Ausgangsseite, hier an der Sekundärleiter. Wie gesagt, so wie hier, da wo die Dinger angeschlossen sind,
die man betreiben will, einfach auf der Seite die Kondensatoren gucken. Meistens sind es eben auch die mit der niedrigeren Spannung. Hier sind es jetzt 63 Volt Kondensatoren. Ne? Und hier ist es ein 450 Volt Kondensator. Das heißt, daran sehe ich schon, das ist die Primärseite, das ist die Sekundärseite. Das heißt also, wenn ich jetzt hier nach einem kaputten Kondensator suchen würde, dann würde ich zuerst hier und hier suchen. Weil das die mit der höheren Kapazität und niedrigeren Spannung sind. Und das sind also auch die, die den hohen Ribbelstrom erhalten müssen. Ja, das sind also die Sachen, die die Lebensdauer von so einem Schaltnetzteil begrenzen. Während ein klassisches Trafo-Netzteil theoretisch, naja, so lange halten kann wie in den Voyager-Sonden. Ich denke mal, in den Voyager-Sonden werden sie auch mit 400 Hertz Trafos oder sowas arbeiten, vermutlich. Oder generell in Satelliten. Und nicht viel solche Schaltnetzteile verbauen. Weil hier sind einfach hier ist so viel Hühnerfutter drauf auf diesem Ding, das kann alles kaputt gehen. Dann habe ich hier halt noch Bauelemente, die sind mit sehr hohen Strömen belastet. Ja, also hier, ich habe hier Kondensatoren überall. Ich habe hier meinen Heißleiter, der explodiert ganz gerne mal. Dann habe ich hier am Eingang oft auch noch Spannungsbegrenzung, die fliegt da auch ganz gerne mal um die Ohren. Die Transistoren hier explodieren gerne mal. Ausgangsseite eher selten, weil diese Bauelemente sind sehr robust ausgelegt. Der Transformator geht eigentlich auch nicht kaputt. Aber der Regelschaltkreis hier, der kann Probleme bekommen, einfach durch die Wärme. Hier ist zum Beispiel ein fetter Widerstand direkt davor. Das kann den schon beeinflussen. Auch hier diese Kondensatoren. Dann haben gerade PC-Netzteile, haben oft noch ein zusätzliches Standby-Netzteil für die 5-Volt-Versorgung. Wenn das nicht funktioniert, dann startet das Hauptnetzteil gar nicht erst. Also auf so einem Schaltnetzteil, so schön wie es ist, kompakt, leicht, leistungsfähig, verlustarm, energiesparend, materialsparend. Nachteil ist, das Ding hat einfach eine prinzipiell begrenzte Lebensdauer. Es gibt kein Schaltnetzteil auf diesem Planeten, was, ich sag mal, 50 Jahre hält. Mal so einfach, um eine Zahl in den Raum zu werfen. Das schafft man nicht. Es sei denn, man hat es wirklich daraufhin konstruiert. Komplett überdimensioniert. Hier hinten mit Folienkondensatoren statt Elgos. Polymerkondensatoren dann eventuell in der zweiten Stufe. Die Halbleiter drastisch überdimensioniert. Riesige Kühlkörper. Dann habe ich aber den Zweck nicht mehr, dass ich ein kompaktes Netzteil haben will. Ja? So, und dann bin ich dann hier so. Gucken, was ich herausbekomme. Was ist denn das jetzt zum Beispiel? Das ist zum Beispiel ein 200-Watt-Netzteil etwa. Ach, mehr sogar. 5 Volt, 33 Ampere. Das sind schon alleine 150 Volt, Watt. Hier sind nochmal 100 Watt. Hier sind... vom Prinzip her ist es ein PC-Netzteil, nur eben halt als Einschub. Man sieht mal hier, wie gedrängt das hier aufgebaut ist. Dann habe ich nochmal 12 Volt. Das sind auch nochmal über 100 Watt. Ja, 150, 52, 350, 400 Watt fast. Heißt aber CMP 200. Also denke ich mal, die Gesamtleistung ist begrenzt auf 200 Watt. Vermute ich mal. Ja, also da sieht man mal, wenn ich das mit einem Trafo aufbauen wollte... Also ich habe Netzteile hier schon gesehen mit dem Transformator. Die musste man wirklich, die hingen an der Wand mit Schwerlastdübeln und 12er Schrauben und das Netzteil 24 Volt, 20 Ampere. Ja, das war, kriege ich gar nicht auf mein Bild hier. Der Trafo war doppelt so groß wie hier diese ganze Platine. Man kann die Transformatoren noch ein bisschen kleiner bekommen. Da gibt es einen Trick, den man in den letzten Jahren macht, seitdem man die Dinger maschinell wickeln kann. Oh, mal gucken, ob ich die Schnelle hier finde. Warum finde ich keine? Und zwar sogenannte Ringkern-Trafos, wo ich also nicht einen Kern aus Eisenblättern habe, sondern aus einem speziellen Ferritmaterial, was eben einen sehr hohen Eisenanteil hat. Und das Ding kommt also praktisch dem, was ich gezeichnet habe, schon recht nahe. Ich habe also meinen Ringkern, meinen geschlossenen magnetischen Kern, nur dass ich eben nicht auf der Seite eine Wicklung habe, sondern
die Wicklung praktisch verteilt ist. Ich habe also unten die Netzwicklung und dann nochmal eine Isolationsschicht. Hier sieht man hier so eine Isolierpapier und dann ist darauf die Sekundärwicklung gewickelt. Das gibt auch eine sehr gute magnetische Kopplung zwischen den Spulen und die sind kleiner und leichter als die klassischen Eisenkerntransformatoren. Das ist jetzt hier zum Beispiel, ja, naja, trotzdem, das ist dieselbe Größenordnung wie das Netzteil hier. Das Ding hat hier 0 bis 12, 0, 12, 22, 40, naja, steht da dran, 40 Watt. Ne? Also das hat ein bisschen mehr Leistung. Also einfach mal. Ne? Nur mal so als Vergleich. Alleine der Trafo. Und da habe ich eben trotzdem noch wieder das Problem, dass ich natürlich eine Gleichrichtung brauche, dass ich eine. Na? Eine, hier, ich habe gerade noch was Interessantes gesehen. Kann ich jetzt zeigen hier. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, ich brauche dann praktisch dann trotzdem immer noch eine Gleichrichtung und ich brauche irgendeine Spannungsregulierung, wo ich dann trotzdem wieder Verluste habe. Hier gerade beim Auspacken. Mal was zeigen hier. Die Schaltnetzteile, das kann man natürlich auf die Spitze treiben. Das sieht dann so aus. Das hier zum Beispiel. Das ist ein komplettes Netzteil. Und zwar liefert das 24 Volt 250 Milliampere. Ja, also da kann man schon was mit anfangen. Das ist schon deutlich mehr, als mir hier so ein das hier liefern kann, ne? Also etwas Zehnfache. Die Dinger gibt es auch kleiner. Also diese Module, wo man praktisch auf der einen Seite legt man 230 Volt dran, auf der anderen Seite kommt 24 Volt raus. Hier ist ein komplettes Schaltnetzteil drin, geregelt, entstört. Alles tippitoppi, fix und fertig. Die gibt es auch in der Baugröße kaum größer als ein normaler IC. Ich kann nochmal gucken hier, ob ich das jetzt. Finde ich das jetzt? Ohne dass ich hier eine Stunde krame. Hier, ja. Hier zum Beispiel. Das sind das so eine Module? Moment, ich muss noch mal gucken. Ich habe es irgendwann erst mal rausgesucht. Ja, 5 Volt. Oder sind das Relais? Es gibt irgendwo hier in meiner Hüllkiste eine. Ah, hier. Ja, kann man kaum auseinanderhalten manchmal. Hier, genau. Hier steht Rekom drauf, das sind die Dinger auf jeden Fall. Hier hat man sowas. Hier sind solche Module drauf. In dem Fall hier sind sie jetzt nicht unbedingt dafür da, um aus 230 Volt irgendwas zu machen, sondern die sind hier einfach nur zur Netztrennung. Ich habe also, die sind alles 5 Volt auf 5 Volt Wandler. Oder 5 Volt auf 15 Volt. Ja, ich habe also irgendwo hier aus der Hauptversorgungsspannung werden 5 Volt genommen und dann kann man hier potenzialfreie Spannungen draus machen. Ne? Hier ist ein Transformator drin in den Dingern. Der ist zwar nicht größer als, keine Ahnung was. Was ist denn in der Größe? Ja, ist klar. Ne? Also nicht, kann nicht größer sein als hier so ein Kondensator hier oder sowas. Das ist so eine kleine Perle hier. Ja, nicht wie aus dem Bild. Hier ist irgendwo so eine kleine Perle drin und der ganze Rest ist dann hier halt so dann hochgradig integriert hier rundherum. Irgendwann ab 10, 15 Milliampere, wenn ich das zur Versorgung von dem Gerät brauche, dann kann ich auf sowas setzen. Das ist zwar erstmal ein bisschen teurer, aber hat eben einen sehr guten Wirkungsgrad und auch eine Netztrennung. Ja, auf jeden Fall deutlich besser als halt hier. Wo habe ich es denn jetzt wieder hingeschmissen? Na, ihr wisst schon. Sowas hier. Das hier mit dem Kondensator hier und dem Kondensator hier und der 10er Diode hier und wo ich einfach nur Energie verheize. Hier auch sowas. Mal gucken, das nimmt seine Energie aus den Eingängen. Das ist was anderes.
Ja, ich habe einen Haufen Giraffen hier rumliegen. Auf dem Tisch und dann im Schrank auch nochmal, weil ich habe so ein bisschen die Angewohnheit, diese ganzen kaputten Sachen immer aufzuheben, weil ich eben dann halt da Teile gerne rausnehme, um andere Dinge zu reparieren. Und irgendwann muss man dann halt mal wieder durchgehen und ein bisschen was wegschmeißen, weil sonst ersäuft man irgendwann in dem ganzen Gelumpe. Ja, gut, das soll es jetzt aber endgültig gewesen sein. Das war schon viel zu lang und viel zu durcheinander. Dann tschüss und schönen Tag noch und mach's gut und so weiter. Ciao.